Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Going for Gold. Heute allerdings nicht eine ganz normale Folge, sondern das erste Mal mit 7 Minutes Quads. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz besondere Episode vor uns. Ich hoffe, ihr habt Bock und wir starten rein. Heute gibt es mal ein kleines Tutorial anstelle vom normalen IG Vault Intro. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie das Ganze funktioniert mit Spieler-Trade und Comfort-Trade, wie ihr eure Coins bei IG Vault bekommen könnt. An sich ist es relativ einfach. Ihr kauft erstmal die Coins und dann könnt ihr entscheiden im Nachhinein, wenn ihr den Amount gewählt habt, welche Methode ihr denn gerne wählen möchtet. Ihr habt hier auch so ein kleines Tutorial, das seht ihr hier, ist auch relativ easy. Auf dem Kanal von IG Vault gibt es das auch. Man kann hier Comfort Trade wählen oder Spieler Trade. Spieler Trade werde ich als erstes erklären und zwar ist das relativ easy. Ihr stellt einen Spieler für einen Preis, der hier angegeben wird auf den Transfermarkt. Kann ein Bronzespieler sein, kann jeder Spieler sein, ist vollkommen egal. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr hier auf Spieler finden klicken und da wird dann früher oder später in der Suche euer Spieler gefunden werden und ihr werdet ihn halt eben sehen. Wir haben hier beispielsweise einen Anthony Anan, einen Pizzi und einen Sariegi. Den habe ich gerade reingestellt, ein Bronzespieler. Ist immer relativ einfach zu finden, weil er halt normalerweise nicht so teuer wäre. Geht auf Bestätigen, das Ganze wird gekauft und wir können weitermachen. Wir sehen hier unten, der Balken ist ansatzweise gefüllt. Sobald der Kauf abgeschlossen ist, wird er grün sein. Ich mache jetzt das eben noch zu Ende, dann werdet ihr am Ende sehen, 30.000 werden da sein. Ihr könnt natürlich die Preise auch selber vorschlagen, also ihr könnt die 4.300, 5.100 hier bearbeiten, das ist gar kein Problem. Könnt ihr halt eben entscheiden, ihr müsst halt im Endeffekt nur auf den Betrag kommen, den ihr eben gekauft habt. Hier das nächste Beispiel ist nicht Mauro Icardi, auch wenn es ja anscheinend ein paar gibt für den Preis eben. Das ist jetzt eventuell ein bisschen schlecht gewählt worden. Aber wir gehen einfach runter zu 59 Minuten, beziehungsweise soweit es halt eben geht. Und werden dann... Oh, jetzt ging es gar nicht. Okay, müssen wir für einen anderen Preis reinstellen. Wenn man halt eben den Spieler mal ausnahmsweise nicht findet, dann macht man halt eben einen anderen Preis. Beispielsweise wie hier jetzt 2600 und 5100. Da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Am Ende habt ihr halt den anderen Spieler einfach wieder im Verein. Auch gar keine große Sache. Suchen wir halt eben den nächsten hier. Und dann werdet ihr sehen. Also man kann die Preise theoretisch auch selber anpassen. Und hier haben wir ihn gefunden. Christensen, der Torwart. Auch den bestätigen wir wieder. Das Ganze wird gekauft. Und ihr seht es hier unten schon. Mittlerweile haben wir schon ein bisschen was auf meinem Konto. Sobald der letzte Spieler gekauft wurde, ist das Ganze abgeschlossen, wie ihr hier unten sehen könnt. 30.200 Münzen sind es jetzt im Endeffekt geworden und dementsprechend habt ihr eure Coins zusammen. Erfolgreiche Lieferung und das ist die Methode Spieler Trade. Comfort Trade ist dann eine sehr, sehr bequeme Variante, deswegen heißt es ja auch Comfort Trade, die ebenfalls möglich ist. Ihr müsst euch einloggen, beziehungsweise ihr müsst IG Vault eure Daten geben. Das ist dann im Endeffekt einmal eure E-Mail-Adresse dazu, halt eben euer Passwort und eure Sicherheitsfrage. Danach wird logischerweise, weil ein neues Gerät angemeldet ist, ein Origin-Sicherheitscode an eure E-Mail-Adresse gesendet. Auch den müsst ihr eingeben und dann könnt ihr hier einfach warten, dass das Ganze auf euer Konto getradet wird. Es dauert ein bisschen, aber ihr werdet sehen, früher oder später wird der Balken voll sein. So, mittlerweile das Ganze abgeschlossen, hat am Ende ein bisschen länger gedauert, aber auch nicht zu lange, 20 Minuten im Endeffekt, das ist definitiv in Ordnung und damit haben wir die Coins zusammen und ich denke mal, das hat relativ veranschaulicht, wie sehr einfach das oder wie einfach die ganze Geschichte mit IG Vault ist und wie zuverlässig die das Ganze machen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden damit und ich hoffe, dass ich euch überzeugen konnte, wie das Ganze funktioniert. Eventuell habt ihr Bock, checkt es auf jeden Fall mal aus, Link ist in der Beschreibung, ihr bekommt 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guter mit dem Code Max Gaming TV. Es lohnt sich definitiv für diejenigen, die auf jeden Fall irgendwas davon brauchen. Und ich würde sagen, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Den kleinen Zwischenspieler, denke ich mal, habt ihr gesehen und habt ihr, denke ich mal, auch verstanden, warum der da drin war. Ich hoffe es zumindest. Das ist für all die Leute, die sich fragen, wie IG Vault genau funktioniert und so weiter und so fort. Link ist in der Videobeschreibung. 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSI, Microsoft Guter mit dem Code MaxGamingTV. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Dazu, wenn ihr eben nicht Coins kaufen möchtet, könnt ihr PSN oder Microsoft Guthaben kaufen und mich damit auch unterstützen oder gleich FIFA Points direkt. Merchandise, Twitter und Instagram sind auch in der Beschreibung, checkt das auf jeden Fall aus und wenn ihr Bock habt auf die 7 Minutes Quads in FIFA 18, lasst auf jeden Fall nochmal oben da, 500 Likes wären richtig nice, wenn wir die schaffen würden, ich weiß, warum Dislikes auf dieses Video bekommen, aber packt einfach die 500 Likes, ich würde mich tierisch darüber freuen und ich habe ja schon mehrfach erklärt, beziehungsweise auch in dem kleinen Einspieler erklärt, warum ich diese Werbung überhaupt mache. So, wir gehen heute in diese 7 Minutes Quad, ja, die Regeln sind im Endeffekt genauso wie die letzten Jahre, wir haben 7 Minuten Zeit, ein Team zu bauen, das wir aus 2 Random Spielern zusammenstellen, beziehungsweise einem Random Spieler, nee, für ein Pack-Team. Also 2 random Spieler aus diesem Pack. Wenn wir 3 Minuten vor Ende fertig werden, können wir 3 Spieler einwechseln. Wenn wir 2 Minuten vor Ende fertig werden, 2 Spieler. Wenn wir 1 Minute vor Ende werden, 1 Spieler. Und wir haben Traoré auf der Bank, Castro und Sergio Roberto. Castro als Mittelfeld-Allrounder, Traoré als Offensiv-Allrounder und Sergio Roberto auch als Mittelfeld- und Defensiv-Allrounder. Den würde ich sogar in Innenverteidigung stellen, wenn es nötig ist. Ja, das ist, denke ich mal, ein ganz guter Start. Wir werden die Formation nacheinander durchgehen. Wir starten mit dem 4-4-2 und gehen dann nach links. Also geht es weiter mit dem 4-4-2-2. Nächste Episode 4-4-1 und so weiter und so fort. Ich denke mal, auch das wird ganz cool. Und wir gehen damit zum Pack. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, noch kein einziges Pack mit Münzen gezogen. Würde es normalerweise auch nicht machen, aber für diese Episode mache ich es gerne. Und zwar wird es ein ganz normales 7500 Münzen-Set werden. Und ich verschwende diese 7500 Münzen jetzt für einen hoffentlich vernünftigen Spieler. Für die erste Episode. Es leuchtet nicht, aber es werden immerhin 3 seltene Spieler. Und es wird
Ein algerischer Spieler, ein algerischer Stürmer. Es wird Sami Islam Slimani von Leicester City. Das ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht für den Start. Dazu haben wir noch weitere seltene Objekte. Julian Weigel kommt noch dazu. Das sind dementsprechend unsere beiden Spieler, um die wir dieses Team bauen werden. Tata Surano, Fisca und so weiter und so fort. Das San Siro nehmen wir alles natürlich mit in den Verein, aber die werden nicht weiter relevant sein. Ich möchte mal ganz kurz gucken vorher, bevor wir hier starten. Aber wir stellen die beiden natürlich schon mal ins Team rein. Wie viel denn Islam Slimani, wie so auch immer ich an Sami Slimani gedacht habe, und Julian Weigel wert sind. Ich denke mal nicht, dass die großartig was wert sein werden. Aber vielleicht komme ich ja zumindest auf 2000 Münzen und kann damit zumindest ein bisschen was rausholen, was ich durch diese 7500 Münzen verloren habe. Weigel geht für 1000 Münzen ungefähr und Slimani, denke ich mal, auch so um den Dreh. 1000 Münzen, ja, kommt hin. Ist in Ordnung. So, 7 Minuten haben wir wie immer Zeit. Mein Handy, ich habe den Timer noch nicht gestellt, aber das werde ich natürlich jetzt tun. Wenn wir es nicht schaffen, muss ich natürlich die Position wieder mit Bronzespielern ohne Chemie auffüllen. Ich denke mal, das sollte auch ganz klar sein. War ja das letzte Jahr auch so und deswegen würde ich sagen, legen wir los mit den 7-Minute-Squads in FIFA 18 in 3, 2, 1 und go. So, auf geht's, ab geht's. Ich habe noch keine Ahnung, was ich bauen möchte, ehrlich gesagt, aber ich weiß schon, dass ich auf die rechte Seite Riyad Mahrez stellen werde, denn der hat den Perfect Link zu Islam Slimani. Da müssen wir uns darum keine Gedanken mehr machen. Ich habe Mahrez auch tatsächlich schon im Verein. Dementsprechend muss ich den nicht kaufen und packe ihn auf die Beobachtungsliste, so wie wir das Ganze gewohnt sind. So, Slimani hierhin, Mahrez auf die rechte Seite. Und dann haben wir gleich mal ein Problem weniger, denn dann haben wir schon mal die Chemie für unseren Stürmer. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie Murks bauen, aber ich weiß schon, wie ich das machen werde, und zwar ja, mit Castro. Ich hoffe, dass das so funktionieren wird. Ich muss natürlich jetzt hier einen anderen zentralen Mittelfeldspieler hinstellen. Das werde ich jetzt auch mal in der Zeit hier gerade machen. Aber in der Zeit werde ich natürlich überlegen, wie ich es weiterbaue. An sich wäre es gar nicht so dämlich. Ne, ich nehme Jorginho, oder? Nee, Seri. Die Sache ist, ich könnte jetzt natürlich mit deutschen Innenverteidigern einfach weiterbauen. Und das werde ich, glaube ich, auch machen. Ich glaube, das wird eine relativ einfache Variante der 7-Minute-Squads hier. Ich nehme einen, ach nee, das suche ich natürlich auf dem Transfermarkt, wie wir das gewohnt sind. Ich suche einen deutschen Innenverteidiger. Darf natürlich nie aus der Bundesliga oder aus der Premier League kommen, damit wir möglichst viele Ligen und Nationen drin haben werden. Ich weiß gar nicht, ob es so viele gibt, aber im Notfall nehmen wir einen aus der zweiten Liga. Das ist nicht so das große Drama. Wir haben einen Ginter, wir haben einen Hövedes. Den packen wir dazu aus der Serie A und dann werden wir, oder zumindest nehmen wir mal mit rein, Leistner aus der zweiten Liga, das ist auch in Ordnung, aber die zweite Liga, wisst ihr was, wir nehmen Tusky, weil ich glaube, dass Hövedes mir zu teuer ist mit den Außenverteidiger-Optionen, wobei Lichtsteiner, ich packe Tusky mal auf die Beobachtungsliste zumindest, gucken mal eben nach, was Lichtsteiner kostet. Ich hoffe nicht zu viel und ich hoffe, dass er überhaupt rechter Verteidiger ist, aber der könnte natürlich auch rechter Mittelfeldspieler sein. Er ist rechter Verteidiger, kostet ein bisschen was natürlich. Gibt es noch andere bei Juve? Das gucke ich einfach aus Prinzip nach. Ihr wisst, ich gebe für diese 7-Minute-Squads immer nicht so gerne so viel Coins aus, weil ich damit nur ein Spiel mache, aber nichtsdestotrotz, ich habe ja theoretisch die Münzen. Juve Rechtsverteidiger, gibt anscheinend nur Lichtsteiner Linksverteidiger. Ich weiß, dass sie das Alexandro haben, bin mir nicht sicher, ob sie noch einen zweiten haben. Ach doch, Kwadwo Asamoah. Ah doch, dann machen wir das. Dann machen wir das mit Hövedes. Sehr gut. Dann Leistner, rechte Seite bei Union Berlin. Ein Außenverteidiger. Ich hoffe, da haben sie einen. Ich bin mir nicht sicher, aber im Notfall nehmen wir halt eben... Hallo? Achso. Nehmen wir halt eben Tusky. Trimmel, das wirkt in Ordnung. Uchida auch noch. Aber ich denke mal, Trimmel geht in Ordnung. Nehmen wir. So, und dann machen wir noch einen Torwart aus Deutschland. Und da müssen wir natürlich jetzt auch die Liga suchen. Französische Liga würde funktionieren, dementsprechend wäre Kevin Trapp auf jeden Fall eine Option. Aber auch die spanische Liga ginge und dann nehmen wir Marc-André Ter Stegen, wenn er hier gerade sowieso schon so schön rumsitzt. Und dann brauchen wir jetzt noch einen Perfect Link vom linken Mittelfeldspieler zum Stürmer und dann haben wir es auch schon geschafft. Dann haben wir das Team schon fertig, das ging dann sehr, sehr schnell. Und am besten kommt der aus der französischen Liga. Ligue 1, Ligue 1, so, zack. Und da schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Lemar wäre eine Option, Coco... Payet. Aber ich nehme, glaube ich, weil ich sie gerade sowieso im Kopf habe, Alessandre Plea und Alain Saint-Maximin. Saint-Maximin haben wir jetzt auf die Liste gepackt und Plea auch. Naja, okay. Hier müsste aber irgendwann demnächst auftauchen. Ist natürlich nur noch jetzt eigentlich eine Farce, dass ich den jetzt hier noch suchen muss, weil theoretisch bin ich ja schon vervollständigt, beziehungsweise habe ich ja schon gesagt, dass ich den nehmen werde. Deswegen gehen wir doch mal einfach vorsichtshalber, bevor ich ihn jetzt gar keinen finde, zu Nizza. Player und damit sind wir durch.
So, 3 Minuten 26 hätten wir noch gehabt. Das heißt, wir waren sehr schnell in dieser Episode jetzt hier, direkt mal zum Anfang. Sehr schön. Haben natürlich No Links Wasted Team, das wird immer das Ziel sein, das dürft ihr nicht vergessen. Und haben, denke ich mal, relativ viele Ligen und hoffentlich auch ein paar Nationen drin. Ich baue das Team eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich gebe übrigens mal wieder zu, ich bin ein Demel, denn ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, dass Leistner und Höwedes so definitiv nicht auf No Links Wasted kommen werden. Aber gut, ansonsten hätte man das irgendwie anders bauen müssen. Hier mit dem rechten Mittelfeldspieler, der einen Stronglink halt eben zu Slimani hat, oder einen linken Mittelfeldspieler. Und dann Rechtsverteidiger, der hier hin normalen Link hat und Linksverteidiger. Also man hätte es machen können, aber ich habe es jetzt nicht gemacht und dementsprechend dürfen wir nicht wechseln, weil damit die Challenge nicht erfüllt ist. Aber ich denke mal, auch dieses Team wird so ganz gut performen, da bin ich mir zumindest relativ sicher. Und deswegen gehen wir jetzt rein in ein Spielchen, suchen Gegner und schauen mal, was so gehen wird. Ich spiele offensichtlich gegen Newcastle-Fan. Newcastle-Logo, Newcastle-Trikots, kein Newcastle-Team, aber Chancel Mbemba und Tim Krüll, ehemaliger Newcastle-Spieler, zusammen mit Atsu noch. Premier League-Team, nichts Besonderes. Izquierdo ist stark dieses Jahr, Long auch. Das wird auf jeden Fall eine Challenge werden, aber wir haben ein gutes Team und ich denke mal, wir können auf jeden Fall gewinnen. Oh, Trauma von Saint-Maximin und da ist das 1-0 durch Gonzalo Castro. Ja, 19 Minuten im Spiel. Es ist verdient, definitiv. Bis zu diesem Zeitpunkt. Die hatten gerade, oder der Gegner hatte gerade eine Chance durch einen Freischuss nach dem Konter. Allerdings, spitzer Winkel, kein großes Problem und ich hatte schon 1, 2, 3, 4 gefährliche Situationen und jetzt diese perfekte Flanke auf den Kopf von Castro und wir führen mit 1-0. Sehr schön. Ich glaube, das schneide ich mal rein, weil das war erstens unglaublich schlecht von Leistner, dann ganz, ganz schwach von Höwedes und es hätte vorher einen Freischuss geben müssen gegen Player, auch wenn er nicht mehr im Battle um den Ball war, aber trotzdem war es ein Foul, schlicht und ergreifend. So, Waka Waka jetzt hier von Mahrez. Ja, Berberspin klappt nicht, aber Freistoß. Boots! Zweite Vorlage Saint-Maximin und Tor von Sami Islam Slimani. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Wieder sehr, sehr schön. Normalerweise muss man das verteidigen können eigentlich, weil da zwei Verteidiger irgendwie rumstehen. Aber das Ding kannst du wollen natürlich erstmal so reinmauen. Wieder relativ zentral der Schuss, aber einfach aus zu naher Distanz mit zu viel Kraft, sodass Krüll keine Chance hat. Das läuft. Boah. Natürlich schön gewesen, dass Slimani jetzt hier den Doppelvolley gemacht mit dem anderen Fuß auch noch. Wird hier erstmal nichts. Er schlägt jetzt die Ecke, das habe ich nicht umgestellt, wie immer. Vergesse ich ja immer wieder. Macht aber nichts. Saint-Maximin. Ah, nee. Ja, gut. Longshots sind dieses Jahr sehr, sehr stark und Ross Barkley hat natürlich einen guten rechten und einen guten linken, der Five-Star Weakfoot. Und da kann der Stegen dann auch relativ wenig machen, muss man ganz ehrlich zugeben. Das war einfach ein ziemlich schöner Strahl. Auch wenn ich glaube, letztes Jahr wären solche Longshots nicht reingegangen, weil letztes Jahr war es noch deutlich schwieriger, Longshot-Treffer zu erzielen. Aber man muss ja trotzdem Credits geben und die hat er verdient, weil das war echt ein schönes Tor. Ja, Castro mit einem ganz dummen Elfmeter. Ich weiß nicht, was er in der zweiten Halbzeit macht, ob er seinen großen Bruder spielen lässt oder so, aber er ist deutlich stabiler, deutlich besser. Das ist sehr ärgerlich und das ist sehr ärgerlich, dass ich jetzt hier so einen dummen Elfmeter weggebe. Ich spiele auch offensiv gerade ganz, ganz schlecht im Vergleich zur ersten Halbzeit. Shane Long dementsprechend mit der Chance, wenn er den schießen lassen wird. Mal sehen, ich habe dieses Jahr glaube ich noch keinen einzigen Elfmeter gehalten, aber ich verschieße jeden, den ich selber bekomme. Deswegen mal schauen, ich glaube, er lässt nicht Shane Long schießen. Weil es eigentlich zu lange dauert. Er lässt Shane Long schießen, er schießt nach links. Er schießt eiskalt in die Mitte. Und wie gesagt, ich halte keine Elfmeter. Bullshit. Schön gespielt, Slimani, die muss er machen. Nachschuss, drin ist er. Okay, alles klar. Sehr, sehr verstokeltes Tor, sehr, sehr glückliches Tor. Aber Slimani schnürt seinen Doppelpack und macht das 3:2. Der ist wirklich stark, muss man sagen. Auch wenn er 69 Tempo hat. Aber dazu muss ich sowieso demnächst mal was sagen. Sehr gut, dass wir wieder führen erstmal. Ach Gott, Player. So schön gespielt von Slimani. Und dann können wir nicht das Tor erzielen. Da, Van Arnold kriegt noch die gelbe Karte. Für seinen Foul an, ich weiß gar nicht wem. Ah, das muss halt das 4-2 sein. Sieg ist da, sehr schön. Wir gewinnen die erste Episode der 7 Minutes Course mit 3:2. Zwei Tore Slimani, ein Tor Castro. Kann man mit zufrieden sein. Spieler der Episode, nicht nur vom Rating her, definitiv Alain Saint-Maximin. 9,5 hat er insgesamt bekommen, wurde auch Spieler des Spiels und war auch für mich der beste Mann auf dem Platz. 2 Vorlagen gemacht und allgemein sehr, sehr schön, wie er sich spielen lässt. Sehr, sehr agil, sehr schnell am Ball. Dazu gutes Passspiel, gute Flanken. Forster-Skills für das Geld. Was willst du denn? Insgesamt kriegt das Team von mir eine 7,5 von 10. Woran liegt das? Ich hätte gerne eine 8 gegeben oder sogar eine 8,5 habe ich jetzt für die 8 entschieden von 10, einfach weil das Team defensive Schwächen hat. Es ist allerdings sehr günstig, es ist variabel, also man könnte beispielsweise Leistner halt eben ersetzen oder auch den linken Mittelfeldspieler, linken Stürmer, rechts, das kann man alles ersetzen, es ist relativ leicht austauschbar. Dementsprechend, ja,
Das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt, aber das Team in der Konstellation auf jeden Fall eine 8 von 10. Dafür, dass es nicht Loadings Wasted war, minus 0,5. Natürlich im Benchmark-Test momentan Platz 1, aber wir werden auf jeden Fall alle Teams vergleichen. Mal sehen, welches am Ende des Jahres das Beste ist. Und ja, ich würde sagen, das war's von dieser ersten Episode der 7 Minutes Quads. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich hier schon mal freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.